dreams. I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild. For this life of running wild, we're running wild. Underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent, bold, the wind is cold. You must return to the wild. You're silent, bold. You must return to the wild. Pfadfinder, herzlich willkommen zur diesjährigen Online-Freizeit. Schön, dass ihr da seid. Und dass ihr nicht hier seid. Aber, dass ihr da seid. Wir sind nicht nur online, sondern auch on-track. Dem Motto des diesjährigen Jungscher-Camps. Ich Hammer und wir wünschen euch einen guten Pfad. Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Ja. Unsere Mitarbeiter habt ihr ja schon kennengelernt, gerade im Video. Aber wir sind bisher noch gar nicht so richtig. Ja. Darum, sagt doch mal einfach Clara. Also, wie heißt du? Wo kommst du her? Wer bist du? Und danach habe ich noch zwei richtig coole Fragen für dich. Okay, also, ich heiße Clara, ich bin 21 Jahre alt und woher ich komme, das ist eine schwierige Frage. Eine schwierige Frage, ja. Deswegen, ich würde einfach mal sagen, ja, meine Eltern kommen aus Detmold hier. Okay, und die zwei Sternfragen. Wenn du ein Emoji wärst, welcher Emoji wärst du? Und wenn du eine Band hättest, wie würde deine Band heißen? Ein Emoji. Mhm. Wow, kennst du diese Emojis? Dieser, ich nehme den Streber-Emoji. Mhm. Der hat so eine Brille auf und guckt so. Ich glaube, der wäre es, weil ich finde den irgendwie cool aus und passt, ja auch, zu passt auch zu mir, weil ich so ein übelster Streber bin. Genau. Und die zweite Frage, ja. Deine Band. Meine Band. Okay, also ich mache ja viel Musik. Wie willst du meine Band nennen? Oh, ich habe ein paar gute Namen. Ein paar sogar. Ein paar. Ihr könnt ja mal auch in den Chat schreiben, welchen ihr davon am besten findet. Also ich heiße Clara und ich würde meine Band dann nennen entweder Clara Fall von guter Musik oder Clara Himmel, weil es ein klarer Himmel ist. Nee, Spaß. Oder Clara Reinfall. Nein. Boah, ich weiß nicht, mit meinem Namen kann man richtig viele Witze machen, aber irgendwie so würde ich meine Band nennen. Genau, falls ihr noch gute Ideen habt, könnt ihr das ja mal schreiben. Aber bevor das jetzt hier ausartet, so, jetzt bist du an der Reihe. Ich kann, okay. Also auch dein Name, dein Alter, woher du kommst und dann habe ich auch zwei Fragen. Okay. Also ich bin der Matze oder auch Matthias, könnt mich gerne Matze nennen. Ich bin 23 Jahre alt und ich komme aus dem wunderschönen Bielefeld, hier ganz aus der Gegend. Hat Bielefeld vielleicht so eine Spezialfähigkeit? Bielefeld ist gerade aufgestiegen in die erste Liga, wollte ich mal sagen. Ein sehr cooler Fußballclub. Ja. Aber darum geht's nicht. Genau. Okay, das war die nicht vorhanden. Das war die halbe Frage. Die halbe Frage. Okay, jetzt kommen wir auch noch zur richtigen Frage. Und zwar zum einen, über was für eine Kleinigkeit freust du dich richtig? Und was war der letzte Ohrwurm, den du hattest? Eine Kleinigkeit, über die ich mich freue.
Ich liebe es, so Powernaps, so Kurzmittagsschlaf zu machen, mich einfach für 10 Minuten ins Bett zu legen und einfach kurz einzupennen. Danach bin ich noch so richtig fit, das ist richtig cool. Oder ich schlafe es richtig ein und dann wird es 10 Minuten, 3 Stunden, aber das ist auch schön. Ja. Und was war das zweite? Ohrwurm. Ohrwurm. Ja, wir haben bei uns hier die Tradition seit kurzem, dass man ein Lied über meinen Namen schreibt. Naja, ob das eine Tradition ist, aber... Also, die letzten zwei Freizeiten das gemacht. Naja. Ihr könnt mal kurz reinhören. Matthias. Yeah, sing weiter. Matthias. Oh, was für ein cooler Song ist das bitte, oder? Ja, und vor allem ein richtig guter Text. Ja. Mein Name werdet ihr nie wieder vergessen. Ja. Genau, aber wir werden nicht nur die ganze Zeit irgendwelche coolen, komischen, wie auch immer Lieder singen, sondern was sonst so euch den Tag über wartet, worauf ihr euch freuen könnt in dieser Freizeit, das hört ihr jetzt. Und zwar treffen wir uns jeden Tag um 10 Uhr zu unserem Stammtreff, wo wir ganz viele witzige Sachen machen werden. Ihr werdet über uns Mitarbeiter lachen. Wir werden mit euch singen, spannende Geschichten aus der Bibel hören, eine Tageschallenge hören, worüber das ist, werdet ihr dann erfahren. Und ganz viel Spaß miteinander haben und euch zusammen auch Spiel spielen. Und dann abends immer um 19.30 Uhr ist die Lagerfeuerrunde. Ohne Lagerfeuer. Mit einem großen Lagerfeuer. Mit einem großen Lagerfeuer, ihr stellt es euch vor. Vielleicht habt ihr bei euch auch eine Kerze an, das Lagerfeuer. Wo wir jeden Abend eine richtig coole Geschichte hören werden von einem Mann, der ja, durch sein Leben die Welt verändert hat. Aber da werdet ihr später noch mehr zu hören. Ja, jetzt wollen wir zusammen singen. Unser Motto-Lied, das wir extra für diese Freizeit geschrieben haben. Und danach hören wir die spannende Geschichte von Salome. Deswegen bleibt dran, bis gleich. Ich zieh die Schuhe an und mach mich auf den Weg. Habe keinen Plan, wohin es geht. Trotzdem schlage ich mich durch. Gebüsch und Geäst und gehe einfach mal Richtung Südostwest. Ich bin auf der Spur. Stock und Stein in die Welt hinaus. Ich gehe immer weiter, auch bei Wetter und Wind. Schritt für Schritt und Jesus kommt mit. Ich ziehe die Schuhe aus und lege mich ins Gras. Schau in die Ferne hinaus und mach den Mittag scharf. Doch ich muss wieder weiter raus aus meinem Versteck. Die Suche geht weiter, ich bleibe on track. Ich bin auf der Spur. Stock und Stein in die Welt hinaus. Ich gehe immer weiter, auch bei Wetter und Wind. Schritt für Schritt und Jesus kommt mit. Wir schnüren die Schuhe fest und folgen Jesus nach, der uns nie verlässt, für uns sein Leben gab. Er gibt uns Freude und Hoffnung und ein Ziel, ein Leben in Fülle. Sein Versprechen ist real. Wir sind auf der Spur unterwegs, immer geradeaus, über Stock und Stein in die Welt hinaus. Wir gehen immer weiter den Weg entlang, Schritt für Schritt und Jesus geht voran. Wir befinden uns im Jahr 1857. In London ist eine dunkle und kalte Nacht. Und nur ganz vereinzelt leuchten da ein paar Straßenlaternen und die Nebelschwaden ziehen durch die Straßen. Aber hinter einer dicken Hausmauer herrscht helle Aufruhr. Und plötzlich durchdringt ein Schrei die Stille der Nacht. Und unser kleiner Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell erblickt das Licht der Welt, kurz BP genannt. Und vor ihm liegt ein ganz besonders abenteuerreiches und spannendes Leben. BP tritt nämlich auch in große Fußstapfen. Seine Vorfahren waren nicht einfach nur Lehrer oder Doktoren, die ganz langweilig den ganzen Tag in ihrem Stuhl saßen, sondern seine Vorfahren waren richtige Abenteurer und Kapitäne
und Seefahrer, die über die Weltmeere gesegelt sind und die Steppen Amerikas erkundet haben und sogar gegen richtige Indianer gekämpft haben und nur haarscharf entkommen sind. Und genau dieselbe Abenteuerlust und Neugier, die steckt natürlich auch in unserem kleinen BP. Und der wollte schon immer raus und Neues entdecken und je gefährlicher und je mehr Nervenkitzel, desto besser für ihn. Und sein Großvater hat den BP ganz besonders ins Herz geschlossen. Und als er auch sieht, boah, der BP, der will immer raus, der will immer Neues entdecken, hat er zu ihm gesagt, komm BP, ich zeig dir jetzt mal einen ganz besonderen Platz in London. Weil London besteht nicht nur aus großen Häusern, sondern in London gibt es einen richtigen Dschungel, eine kleine Wildnis. Und also machen sie sich auf und BP entdeckt zum ersten Mal in seinem Leben den Hyde Park und taucht in eine ganz neue Welt ab. Im Hyde Park gibt es unglaublich viele Wälder und Büsche und Tiere, Schafe und Kühe und Enten. Und der kleine BP, der kriecht da den ganzen Tag rum und versteckt sich hinter Bäumen und sucht die ganzen Tierspuren und verfolgt die Tiere nach. Und er beobachtet die Tiere nicht nur, sondern er studiert sie richtig. Und er schaut, wie bewegen sich die Tiere, was essen die Tiere und wie verhalten sich die Tiere. Und er prägt sich das alles ganz besonders gut ein. Und der BP, der hat nicht nur das Talent, dass er gut beobachten kann, sondern er kann auch besonders gut zeichnen. Und deshalb zeichnet er immer nach seinen Streifzügen, was er gesehen hat, also die Landschaften und die Häuser und die Tiere, die zeichnet er danach immer auf, damit er sich das noch besser merken kann. Und eines Tages hat BP aber gedacht, jetzt kenne ich den ganzen Park und ich kenne jede Ecke in- und auswendig, ich kenne die ganzen Tiere, ich kenne jeden Baum, ich will was Neues entdecken und dieser Park, der reicht mir nicht mehr. Also macht er sich auf und entdeckt London auf eigene Faust. Und was er dann entdeckt, ist eine ganz besonders schreckenhafte Entdeckung für ihn. Denn er landet in den Londoner Slums. Und in den Slums, da wohnen die ärmsten Menschen der Bevölkerung. Die haben kaum was zum Essen, die haben nichts zum Anziehen, die waren dreckig und saßen da in der Gosse rum und haben gebettelt für Essen, weil die sich einfach nichts leisten konnten. Die hatten gar kein Geld und die waren krank, aber die konnten nicht zum Arzt, weil sie sich das auch nicht leisten konnten. Und der BP, der wusste gar nicht, dass es Menschen gibt, die so arm sind, weil er selber ist in einer sehr reichen Familie aufgewachsen. Und das hat ihn so erschrocken, dass er sich vorgenommen hat, wenn ich einmal groß bin, dann werde ich das ändern und dann muss niemand mehr in so einer Armut leben. Das hat er natürlich nicht ganz geschafft, aber er hat sehr viel dazu beigetragen. Und schließlich wurde BP immer größer und immer älter und seine Eltern haben dann irgendwann gesagt, es geht so nicht weiter, du kannst nicht den ganzen Tag nur im Wald rumrennen und Tiere beobachten oder dich in der Stadt rumtreiben. Du musst jetzt richtig lesen lernen und rechnen lernen und schreiben lernen, damit aus dir mal was richtig Gutes wird, so wie aus deinem Papa, weil der war ja auch Professor an der Universität. Und das wollten die Eltern auch für ihren Sohn. Aber BP, der wurde dann zu seinen Verwandten geschickt, um dort unterrichtet zu werden. Der hatte natürlich nicht so viel Freude daran, den ganzen Tag auf einem Stuhl zu sitzen und zu lesen. Und er wollte viel lieber in die Natur raus und draußen spielen. Und er ist dann jeden Tag in seiner Freizeit rausgegangen in den Wald und hat natürlich die neuen Landschaften erkundet. Und er ist immer weiter raus und hat immer Neues entdeckt. Er ist nie da geblieben, wo er schon war und wo er schon kannte. Und seine Verwandten hatten sogar Angst, dass er irgendwann nicht mehr zurückkommen würde, weil er immer irgendwo war, wo er sich eigentlich null auskannte. Aber BP, der hatte einen richtig guten Orientierungssinn und er hatte den Kompass dabei und er hat sich Karten selber gezeichnet von den Landschaften, in denen er war und deshalb hat er immer seinen Weg zurückgefunden. Einmal zum Beispiel hat er sich seine Geschwister geschnappt und dann hat er gedacht, komm, wir fahren jetzt mal den Fluss runter mit unserem kleinen Floß. Und dann sind sie den ganzen Tag gepaddelt, bis sie irgendwann so müde waren, dass sie anhalten mussten. Und auch da kamen BPs Talente zum Einsatz und er konnte ja die Fußspuren von den Tieren lesen. Und dann haben sie Kaninchen jagen können und über dem Lagerfeuer schön braten. Und dann konnten sie abends todmüde und richtig satt ins Bett fallen. Und früh am nächsten Morgen ging es dann immer weiter und das haben sie tagelang gemacht. Aber irgendwann hat dem BP das nicht mehr gereicht und er wollte noch größeres Abenteuer leben. Und er wollte nicht nur auf dem kleinen Fluss bleiben mit dem kleinen Floß, sondern er wollte ein größeres Schiff haben, damit er auch an der Küste langfahren kann.
Also hat er sich einen richtigen Fischkutter geholt, damit er auch an der Küste Englands langfahren kann. Aber BP, der brauchte ja immer mehr und immer Größeres und wollte immer weiter hinaus. Und deshalb war ihm irgendwann der Fischkutter auch zu klein und er wollte ein noch größeres Schiff haben. Also hat er sich so eine richtige Yacht gekauft, damit er wirklich richtige Reisen unternehmen kann auf dem Ozean und auch an Wettrennen teilnehmen kann. Er hat nie gewonnen, aber davon hat sich unser kleiner BP nicht unterbringen lassen, denn was er sich in den Kopf gesetzt hat, das hat er wirklich durchgezogen. Und was er auch als kleines Kind gelernt hat, dass er so Fußspuren lesen konnte, dass er sich im Wald und mit den Tieren auskannte, das war ihm super hilfreich für den Rest seines Lebens. Und warum ihm das so geholfen hat später, das werdet ihr noch in den späteren Abenden erfahren. Also bleibt eingeschaltet und erfahrt, warum sein Leben so besonders war und wofür er eigentlich seine ganzen Kenntnisse nachher gebraucht hat. Boah, das fand ich eine richtig coole Geschichte und ich bin echt gespannt, was wir in den nächsten Tagen noch hören werden, wie wirklich die Sachen, die Pisa als kleiner Junge gelernt hat, ihm noch geholfen haben für den Rest seines spannenden Lebens. Das wird richtig spannend. Also bleibt dran. Und wenn ihr nicht wisst, worüber ihr reden solltet, gibt es jeden Abend eine Quizfrage. Das ist der besondere Quizfrage. Okay. Und zwar, wenn ihr die ganze Zeit den Tag über aufmerksam bei allen Veranstaltungen dabei seid, dann könnt ihr die Quizfrage beantworten. Und die erste Quizfrage kommt für den ersten Abend. Also, die Quizfrage. Und zwar, wie heißt BP mit vollem Namen? Okay, wie heißt BP mit vollem Namen? Sagen wir, hat das eben in der Geschichte gesagt und wenn ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr die Antwort. Also. Ich glaube, allein der Name könnte den ganzen Abend füllen. Ja. Das ist so lang. Mal lachen. Und wir sehen uns morgen früh beim Stammtreff um 10 Uhr beim Livestream von den Jungschaften. Und bis dahin sagen wir, gut Fahrt!